Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber was glaubst du? Welcher Vogel fliegt im Winter immer in den Süden? Irgendwas mit Blau oder Rot. Blaukönig. Nee. Spaten. Spaten? Ja, das ist ein Vogel. Wie sehen die aus? Die hämmern in so Bäume rein. Specht. Oder Specht meinst du? Ja. Wenn die Vögel in den Süden fliegen, dann haben sie immer so eine Formation. Die sieht aus wie ein Buchstabe. Wie welcher Buchstabe? Die fliegen alle so in eine B. B? Wie ein B? Ja, das wäre lustig. Ja. Aber wie ein V. Ah, ja, stimmt. Wegen dem Klimawandel sollen die Menschen ja nicht mehr so viel fliegen. Gilt das dann auch für die Vögel? Die Vögel können doch fliegen, wieso? Gleiches Recht für alle. Ja, aber das ist halt von der Natur ausgegeben, dass die halt in den Süden fliegen jetzt. Die können ja zum Beispiel die Bahn nehmen. Wenn sie kommen würde, ja. Würde ja eigentlich passen, weil es sind ja Zugvögel. Ja, okay. Das ist ja eine Spaßumfrage, ja? Genau, ja. Alle Vögel sind schon da. Kennst du das? Alle Vögel sind schon da. Ja, ich kenne nur, wir Vögel durch die Gegend. Leicht bei dir. Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.